Hi meine Lieben! Ja, ich wurde von der Arkaleinable zu dem 35-Fragen-Tag getaggt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und ich dachte mir, ja okay, den Tag machst du mal mit, weil ich ja nicht so viele Tags mache eigentlich. Aber da sind echt ganz gute Fragen dabei und dann dachte ich mir, ich mache den auf jeden Fall mit. Ja, die erste Frage heißt, welcher Film oder Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken oder nicht schlafen lassen? Also, es gab einige Momente, wo ich danach nicht mehr schlafen konnte. Ich habe als Kind sehr gerne bei meinem Vater zugeguckt, wenn er irgendwelche Spiele gespielt hat, die ich noch nicht so sehen sollte vielleicht. Aber ich konnte es einfach nicht lassen und ich bin mir nicht mehr sicher, wie dieses Spiel heißt. Aber ich glaube, dass es Resident Evil war. Und ja, und da gibt es halt Szenen, wo überhaupt nicht gehen. Und ich bin sowieso ein Schisser heutzutage immer noch. Und damals erst recht, aber ich wollte es trotzdem immer wieder sehen. Und ja, also wenn dann dieses Radio gerauscht hat oder gepiepst hat und dann kamen diese Dämonen angeflogen oder irgendwelche Skeletthunde und was weiß ich alles. Also das war total gruselig. Aber ich musste es trotzdem immer weiterschauen und ich wollte das immer sehen und wollte immer dabei sein. Ähnlich auch wie Tomb Raider, Lara Croft, das kenne ich auch schon sehr, sehr lange, seit ich klein bin. Und da gab es auch so Szenen, wo ich dann doch mehr Angst hatte und so und ja. Aber so richtig nicht schlafen lassen war dann eher so die Resident Evil Sache. Hast du als Kind gerne Comics gelesen? Wenn ja, was? Also ich habe ab und zu mal Comics gelesen, auch diese ganz normalen Donald Duck, aber eigentlich nicht regelmäßig. Hast du jemals ein Poesiealbum geführt und wenn ja, hast du es noch? Also ich glaube, ich hatte wirklich mal ein Poesiealbum, aber als Kind findet man das überhaupt nicht spannend irgendwie. Da war es dann toll, wenn irgendwelche Glitzersticker drin waren oder irgendwie welche aus Samt oder keine Ahnung. Ich hatte noch so ein anderes Buch, wo man so ein Freundschaftsbuch, wo man aus der Klasse oder Freunde einfach denen das gibt und die schreiben da rein, das war eigentlich viel mehr interessanter und ja, das habe ich noch. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? Also ich muss sagen, ich war ein recht liebes Kind, also ich habe nicht wirklich großartige Streiche gemacht. Also ich kann mich an nichts wahnsinnig erinnern. Nee. Mir fällt jetzt gerade auch gar nichts ein, was irgendwie erwähnenswert wäre, was irgendwie schlimm ist. Nee, also wenn, dann habe ich irgendwie bei anderen zugeguckt und drüber gelacht, aber ich habe eigentlich keine wahnsinns schlimmen Streiche gemacht. Was war dein Lieblingsmärchen? Das ist auch so eine Sache, ich kann mich da auch nicht mehr genau erinnern. Also ich glaube, ich hatte kein Lieblingsmärchen. Da müsste man vielleicht meine Eltern fragen, ich weiß es nicht mehr. Ich war dann mehr so der Disney-Fan mit Ariel und Pocahontas und all sowas. Das war viel mehr meine Welt und ja, das war eher so mein Ding. Hat dir deine Mutter als Kind deine Klamotten zum Anziehen hingelegt oder durftest du deine Kleidung für die Schule selber auswählen? Also ich habe sehr lange das getragen, was meine Mutter mir hingelegt hatte. Und da kam nicht immer das Beste bei raus. Ja, ich hatte auch einen sehr seltsamen Geschmack, was sowas betraf. Also selbst noch als ich so Anfang Teenie-Zeit war, also selbst mit 12, 13, teilweise 14, hatte ich auch noch einen sehr seltsamen Geschmack. Ich kann mich an Sachen erinnern wie eine Hose, die so stoffmäßig war, die war total blau und hatte natürlich Schlag. Das war damals noch in, bevor die Röhre kam. Und da waren dann so, wie so ein Leopardenmuster war da drauf gedruckt und das eben alles in komplett blau, dunkleres Knallblau, ja. Die war schon schrecklich genug, die habe ich auch angezogen, bis die wirklich kaputt war, bis sich da die Fäden gelöst haben. Die habe ich sehr geliebt und ich hatte einen Pullover. Der war auch so richtig hässlich, aber den habe ich immer angezogen. Ich weiß gar nicht warum. Der war an sich schwarz und drei Nummern zu groß locker. Und die Ärmel waren schon ein bisschen zu kurz, aber ich habe ihn trotzdem angezogen. Und der hatte ganz viele Blumen drauf. Aber das war nicht so schön gemacht, sondern so, das hatte so einen Öko-Stil, finde ich. Also den fand ich ganz, ganz grausam. Aber, also jetzt finde ich den grausam. Aber damals fand ich den wunderbar. Und was ich mit 13, 14 noch gern getragen habe, dafür könnte ich mich auch schämen, bis zum geht nicht mehr, sind diese Manga Girls. Irgendwelche gezeichneten Manga Girls auf dem T-Shirt drauf. Fand ich super.
Ganz toll. Warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? Also im Allgemeinen war ich wohl eher zu Hause. Wenn man mir eine Barbie gegeben hat und ich war im Zimmer, war ich eigentlich glücklich. Draußen habe ich nicht so viel gespielt. Also wenn, dann war es mal mit so Straßenkreide oder... Nee, war eigentlich nicht so. Da war jetzt auch nichts in der Umgebung so nah, dass man jetzt da sich hätte so treffen können. Irgendwie war das einfach nur so eine Dorfgegend, sage ich mal. Ja, also ich bin jetzt nicht auf Bäume geklettert oder irgendwie sowas. Das war nicht meins, gar nicht. Wenn, dann war ich eher daheim und habe daheim was gespielt. Und bei anderen war ich dann auch eher daheim. Ja. Hast du als Kind Dinge gerne gesammelt? Oh ja. Ich glaube, wir haben fast alle gerne irgendwelche Dinge gesammelt. Was ich gerne gesammelt habe, waren Sticker und irgendwelche Karten, wo man tauschen konnte. Ich glaube, das gibt es auch immer und in jeder Generation irgendwie. Ja, so Sailor Moon Sticker und dann gab es Pokémon und Digimon und so Zeug. Also wie noch was. Und dann gab es auch eine Zeit lang in der Grundschule, wo man Diddleblätter gesammelt hat. Auch ich hatte auch so einen dicken, fetten Ordner, den man kaum noch in den Ranzen bekommen hat und der super schwer war. Aber man musste diese komischen karierten Blätter mit dem kleinen Diddle unten sammeln und ja, war super stolz auf jedes Blatt. Gibt es etwas, was du nie essen konntest und jetzt auf einmal isst? Nein, also ich glaube nicht. Ich kann mich jetzt an nichts speziell erinnern, was ich damals nicht gegessen habe und was ich jetzt esse. Also wenn, dann mag ich dieselben Sachen immer noch nicht. Also ich hasse Oliven wie die Pest. Wenn ich das nur rieche, wird mir sofort schlecht. Bei Kümmel wird mir auch sofort schlecht. Und generell scharfe Sachen kann ich auch so gut wie gar nicht essen. Und das ist eigentlich so geblieben. Ja. Welche Zeichentrickfilmserie durftest du als Kind nicht verpassen? Also das war auf jeden Fall Sailor Moon. Ich komme immer wieder dazu zurück. Es war meine Obsession. Ich habe Sailor Moon vergöttert. Man könnte mir wahrscheinlich heute noch irgendwelche Szenen zeigen und ich sag dir, was in der Folge passiert ist. Und ich glaube, es gab um die 200 Folgen oder so und ich habe es so abgöttisch geliebt. Ich kannte jede Folge und ich habe mir vor ein paar Jahren das auch noch mal reingezogen, weil es das bei YouTube, da gab es jede Folge. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, konnte man die einfach normal anschauen und ich war im siebten Himmel und habe das vor 2, 3 Jahren erst, glaube ich, nochmal alles komplett angeschaut. Also Sailor Moon durfte ich nicht verpassen und danach Pokémon. Also irgendwie kam da auch Pokémon noch dazwischen und das war auch so ein Ding, das habe ich auch immer geschaut. Kannst du noch einen Zeichentrickfilm-Song mitsingen? Ja, kann ich auch noch. Vor allem, wenn man die einmal wieder hört, dann ist man total drin und hat den Mega-Ohrwurm. Aber ich werde euch den jetzt nicht vorsingen. Also diese Sailor Moon-Dinger kann ich noch und Pokémon und so einigermaßen von Digimon und ja, die kann ich auf jeden Fall noch. Aber ich singe die jetzt nicht vor. Aber manchmal habe ich so Phasen auch generell von Kinderliedern und so Disney-Liedern. Man kann das ja wieder bei YouTube eingeben. Da gibt es dann so gesammelte Lieder, wo dann nacheinander abgespielt werden und ich finde das so toll und wenn man die einschaltet, dann kann man da mitsingen und nebenbei räume ich dann auf oder irgendwas. Ich finde das ganz, ganz toll, dass es sowas gibt und ja, sowas höre ich mir dann ab und zu mal an, aber ich singe das jetzt nicht vor. Nein. Hast du als Kind einen Tick oder Zwang gehabt? Weiß ich nicht mehr. Hatte ich einen Tick oder einen Zwang? Nö. Also nicht, dass ich mich jetzt daran erinnere, was ich für einen Zwang hatte oder einen Tick. Nee, weiß ich nicht mehr. Hast du in der Schule die Bücher gelesen oder Wikipedia-Zusammenfassungen benutzt? Ich hatte in meinem Zimmer weder einen gescheiten Fernseher noch Internet. Und bis zu meinem, ich weiß es nicht mehr genau, 17. oder 18. Lebensjahr, wirklich wahr, hatte ich in meinem Zimmer nur mein Nichts, ein Radio. Und mein Zeug halt, aber ich hatte keinen Fernseher, kein Internet und so. Und wenn, dann musste ich immer ins Wohnzimmer oder mein Vater hat halt einen PC mit Internet. Und da durfte ich dann ran, aber auch nur, wenn er dann daneben stand. Und dann haben wir halt mal schnell was für die Schule daraus gesucht. Ansonsten hatte ich da jetzt nicht so die mega Möglichkeit, mir da irgendwelche Quellen zu eröffnen oder irgendwie was anderes zu machen. Und bis ich dann ewig gejammert habe, ich möchte WLAN in mein Zimmer haben und einen Fernsehanschluss auch verlegen. Und das war ein ewiges Hackmeck, bis ich das hatte. Und ich war wirklich 17 oder 18, wo ich das erst alles gekriegt habe. Welches Buch in der Schule hast du gehasst? Oh ja, da gab es eins. Das hieß Galileo Galilei. Oh,
Wenn man das gelesen hat und auch nur eine Seite davon verstehen wollte, musste man das locker fünfmal lesen und am besten dann noch jemanden haben, der noch was dazu erzählt hat. Also das war ganz schwierig zu verstehen und wir mussten dann bei der Arbeit irgendwelche Seiten interpretieren oder ich weiß schon nicht mehr, irgendwas rausfiltern aus diesen Seiten, aus irgendwelchen Abschnitten. Und das war total kompliziert und super nervig und auch die Story war so. Oh. An sich war es ja okay, aber es war ganz doof geschrieben und das habe ich nicht gemocht. Und dann hatten wir noch eins, das hieß Homo Faber. Das werden auch einige kennen. Das war einfach eine total quere Geschichte. Also ich muss sagen, ich habe bis heute das Buch nicht komplett durchgelesen. Ich hatte so, ja, ich glaube so die letzten 50 Seiten oder sowas hatte ich nicht gelesen, also schon noch einiges. Und habe trotzdem meine Arbeit mit einer 2 bestanden. Fand ich sehr gut. Und ja, das war dann so ein Ankreuzding, wo ich mir auch gedacht habe, okay. Und dann hatte ich Glück und habe relativ gut angekreuzt. Aber das war so ein nerviges Buch. Da hatte ich dann keine Lust mehr, das zu lesen. Und der Film dazu, am Ende haben wir dann den Film noch geguckt, der hat mich dann komplett verwirrt. Also, ich habe auch Freundinnen gehabt, die haben das Ding dreimal gelesen, haben gesagt, erst jetzt haben sie es verstanden. Okay. Also diese Bücher muss ich nicht mehr lesen und die fand ich auch nicht so toll. Aber schlimmer war auf jeden Fall dieses Galileo-Buch. Bist du schon mal in die Schule gegangen und hast eine Klassenarbeit und einen Test vergessen? Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass mir das passiert ist, weil ich auch immer Leute um mich rum habe, die wahnsinnig Panik machen und dann immer 3 Tage vorher am besten schon sagen, oh mein Gott, hast du schon gelernt? Und dann wussten die aber schon wieder 80% von dem, was wir lernen sollten, aber haben die meiste Panik geschoben. Also, und ich habe dann so, wenn es gut lief, 2 Tage vorher angefangen zu lernen. Ja, deswegen konnte ich das eigentlich nicht vergessen. Also, ich hatte auch immer einen Terminplaner, wo ich alles eingetragen habe. Und aber das auch erst später, auch so mit 16, 17 habe ich das mal angefangen. Und so vorher gab es halt so ein Hausaufgabenheft, wo mehr oder weniger gut geführt wurde. Und ich habe aber nie was also ans Arbeit verpasst. Nö. Was war dein Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Wenn ich an Hassfach denke, fällt mir sofort Mathe ein. Ich habe Mathe so gehasst, wirklich richtiger Hass. Ich hatte aber auch wirklich so oft so blöde Lehrer dazu. Also, ich weiß nicht, was das für Lehrkräfte sind, wenn die Aufgaben an die Tafel schreiben. Wir die gleichzeitig abschreiben, in der Zeit werden noch Fragen gestellt, indem das die mündliche Note dann ist. Wir kommen kaum hinterher mit dem Abschreiben, weil die Person, die Lehrerin da davor steht und wir es erstmal nicht sehen. Die dreht sich zur Seite, schreibt einfach weiter. Wir können den Rest in der Zeit abschreiben. Und dann sollen wir die lösen und, Und ich fand das eh so kompliziert und sie meinte dann, wir haben keine Zeit, wir haben einfach keine Zeit, wir müssen weitermachen, wir können nichts wiederholen. Und eigentlich hätte man die Mathestunden gar nicht gebraucht und hätte mit dem Buch daheim die Zeit verbringen können. Also es war echt grausam. Und das sagt nicht nur ich, das sagt jeder Jahrgang. Und diese Frau war so, ja, also für Mathe, sie hat es gut gekonnt, aber beibringen konnte sie es nicht. Also als Lehrkraft war das nicht unbedingt optimal. Und so hatte ich andauernd irgendwelche Lehrer in Mathe, die immer gesagt haben, ihr seid Flaschen, ihr könnt nichts. Und super pädagogisch, auf jeden Fall sehr wertvoll. Und generell war Mathe schon nie meins, aber das hat es dann noch so richtig versaut. Mein Lieblingsfach, was ich gerne mochte, war so Kunst, was bei mir später Ästhetik hieß, aber das war auch so eben Kunst. Und das war eben so meins, so kreative Sachen. Und ja, Mathe, Physik, Chemie, das war auch so gar nicht meins. Also, ich habe das nicht so richtig verstanden. Und wenn, dann habe ich mich wirklich dahinsetzen müssen und wir mussten es 3 Leute erklären teilweise, weil ich es einfach nicht geblickt habe, wie was zusammenhängt. Und Kreatives war dann eher meins. Hast du dich in AGs engagiert oder nicht? Ja, also ich war in AGs, aber nicht engagiert. Also ich war in so Tanz-AGs und eine Schülerband war ich mit 15 Mal und habe dort gesungen mit anderen Mädels und sowas eben. Ja, das waren so die AGs, die ich gemacht habe. Aber das war mehr so mit 13 bis 15, so in den Dreh. Hast du jemals die Schule geschwänzt? Also, ich muss dazu sagen, also nicht so, ich habe nicht die Schule geschwänzt und meine Eltern in dem Glauben gelassen, ich gehe in die Schule und gehe dann sonst wohin, in die Stadt oder so. Das habe ich nie gemacht, dazu hätte ich mich echt nicht getraut, wenn mich da irgendwer erkannt hätte oder gesehen hätte und da hatte ich zu arg Angst.
Aber es kann, das war oder ist vorgekommen, dass ich so Angst hatte vor irgendeiner Klassenarbeit oder was oft Mathe betraf. Oder irgendwie irgendwas war und ich wusste das. Und ich habe mich dann so hineingesteigert, dass ich wirklich Schmerzen, Magenschmerzen bekommen habe und mir war schlecht. Und das hat sich dann richtig gesteigert, bis ich dann wirklich fast schon halb krank war und ich das halt noch ein bisschen dramatisiert habe. Und dann war ich eben, durfte ich daheim bleiben. Und sobald ich wusste, dass ich daheim war, ging es mir nach einer Stunde schon relativ wieder besser. So war das dann so indirekt geschwänzt. Bist du je aus dem Unterricht rausgeflogen? Nein, bin ich nicht. Also, wie gesagt, ich war ein sehr liebes Kind. Ich glaube, die Lehrer haben mich. Nein, gemocht haben sie mich nicht. Ich habe mich nie gemeldet. Von dem her haben sie mich auch nicht wirklich gemocht. Nee, ich bin nicht rausgeflogen. Also, ich kann mich da nicht erinnern. Aber ich bin freiwillig rausgegangen schon. Da war ich aber auch schon wieder älter. Weil ich so einen Lachanfall gekriegt habe und mich nicht mehr gekriegt habe. Wirklich. Also. Man hat manchmal so Situationen, da kann man nicht aufhören zu lachen. Auch wenn man das selber gar nicht mehr so lustig findet, aber man verfällt in so ein Lachflash und kommt da kaum wieder raus. Und sobald man kurz drüber nachdenkt, muss man wieder drüber lachen. Und so bin ich dann schon mal freiwillig rausgegangen, weil ich nicht mehr konnte. Und ja. Warst du in einer Clique? Falls man das Clique nennen kann. Ja, so halbwegs. Also in der. Ja, wo es noch nicht die Ausbildung war, da war das jetzt nicht so. Aber in der Ausbildungszeit haben sich generell so Grüppchen gebildet. Und ich war auch in einer, das hat sich einfach so ergeben, das hat keiner so geplant. Also meistens waren es auch lustigerweise die, wo schon in der Klasse zusammensaßen. Das hat sich auch mehr so im zweiten Lehrjahr entwickelt. Und man wusste einfach, der gehört zu denen, die gehören so zusammen und das sind die und die und jeder hat so seinen Stempel gehabt. So ein bisschen. Und ja, ich war auch in so einem kleinen Clan mit 5 und später waren wir eine Zeit lang nur noch 4. Und dann haben wir uns 4 auch nochmal gespalten und waren jeweils 2 Grüppchen. Nach der Schulzeit merkt man erstmal richtig, wer seine wirklichen Freunde sind und nicht so, wenn man gezwungen ist, sich zu sehen jeden Tag durch die Ausbildung oder Schule. Und durch die Jahre hinweg kann sich das dann schon verflüchtigen und dann bleiben wirklich nur noch so 2, 3 Leute übrig, je nachdem. Ja. Wie viele Strafarbeiten musstest du machen? Wenn ja, warum? Nein, da hatte ich richtig Glück. Ich musste noch nie eine Strafarbeit machen. Was hat dich in der Grundschule oder Schule motiviert, um im Unterricht aufzupassen und zu lernen? Also, mir wurde das schon von klein auf beigebracht, dass es wichtig ist zu lernen und ja, dass ich nicht irgendwie 5er nach Hause bringe oder sowas. Wobei ich das, glaube ich, in Mathe auch mal geschafft hatte. Aber ich hatte. Also meinen Eltern war das wichtig und die haben das auch kontrolliert und die haben mit mir auch gelernt und mich abgefragt und solche Sachen und da hatte ich gar keine Chance, das nicht zu machen. Und ja, so fing das schon in der Grundschule an, die waren da immer sehr hinterher und deswegen brauchte ich nicht eine extra Motivation, das habe ich so anerzogen bekommen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hattest du mal einen Spickzettel? Oh ja, ich habe mir auch schon Spickzettel geschrieben, hab die dann aber. Ich glaube, so gut wie nie benutzt, weil ich so Angst hatte, dass wenn ich jetzt in mein Mäppchen gucke oder so, dass die das sofort merkt, die Lehrerin oder der Lehrer, und sofort kommt und allein dadurch hatte ich schon so arg Angst und ich wusste meistens eh, was auf dem Spickzettel steht, weil ich den schon so tausendmal in der Hand hatte und wieder versteckt hatte, dann wusste ich eh schon, was da stand. Von dem her habe ich den dann nicht mehr gebraucht. Aber was lustig war, dass eine Freundin auch in der Ausbildung immer, wirklich fast immer einen Spickzettel hatte und die saß auch noch relativ mittig im Raum und die wurde nie erwischt, egal bei welchem Lehrer, einfach nie. Wir saßen um sie rundherum und wir haben sie immer gehört, wie sie diese Zettel rausgeholt hat, wie das geknistert hat, aber sie wurde nie erwischt. Wir haben schon lachen müssen, wir mussten schon anfangen zu kichern, weil wir gemerkt haben, sie holt den schon wieder raus und kein Lehrer hat es gemerkt. Also irgendwie, ich weiß ja auch nicht. War. Auch irgendwo unfair. Irgendwie haben wir uns dann nach in einer Folge geärgert. Sie schafft das so locker und wir trauen uns nicht, den kleinsten Spickzettel zu schreiben. Ja. Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit? Ich habe auch kein peinliches Erlebnis, was jetzt so nennenswert wäre. Also ich kann mich nicht an eins erinnern, was jetzt ganz schlimm gewesen wäre oder irgendwie peinlich. Es gab mehrere Situationen, die jetzt nicht so toll waren, aber nichts, was so peinlich war. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hast du in der Schulkantine gegessen
oder bist du jemand, der Essen mitgenommen oder gekauft hat? Also, ich habe immer Essen dabei gehabt. Meine Mutter hat mir immer Essen gemacht. Ich musste mir das nie selber machen. Da war ich froh drum. Und ja, ich hatte immer irgendwelche belegte Käsebrote meistens und irgendwas Süßes, ja. Also ich musste mir da nichts kaufen. Oder habe mir ab und zu mal dann so was Süßes gekauft oder so ein Brötchen. Irgendwann habe ich da mal angefangen, ja, mir Sachen zu kaufen. Aber meistens hatte ich was von meiner Mutter dabei. Hast du im Sport jemals eine Sieger- oder Ehrenurkunde bekommen? Also sportlich war ich auch mal gar nicht. Ich konnte nicht fangen. Also Bälle konnte ich nicht fangen. Ich konnte nicht werfen. Ich konnte nicht, den Weitsprung konnte ich auch nicht gut. Und das war schon mal alles sehr schlecht. Relativ schnell laufen konnte ich noch, ja. Aber das war's dann auch. Geräteturnen war auch so mittelmäßig, so Dreierbereich, zwei, ja, je nachdem, aber mehr die drei. Bodenturnen war auch nicht meins. Ich war voll unsportlich. Also ich habe alles gehasst, was wir im Sport gemacht haben. Ob das irgendein Mannschaftssport war oder irgendwas selber alleine vorzuführen. Ich war da so mittelprächtig, wenn überhaupt. Ja, also ich glaube, ich habe Ehrenurkunden ein paar Mal gekriegt. Nee. Was war denn jetzt besser, Sieger- oder Ehrenurkunden? Nee, Siegerurkunden war das Schlechtere, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein paar von diesen gerade so geschafften Urkunden, was auch immer das jetzt war, habe ich gekriegt, aber nur gerade so. Was war der stressigste Moment für dich in deiner Schulzeit? Das war immer. Es war immer. Es war in der vierten Klasse, um auf eine weiterführende, gescheite Schule zu kommen, war der Stress. Es war in der Ausbildung stressig. Es war vorher war es auch wegen dem Abschluss stressig. Es war immer stressig. Und man hat immer das Gefühl, jeder Lehrer denkt nur an sich selber. Seine Arbeiten sind die wichtigsten. Seine Referate muss man wieder als erstes machen. Hausaufgaben gibt ja auch bloß einer auf. Ja, und man ist in fünf Gruppen gleichzeitig. Das war ich wirklich. Da gab es Gruppen. Das waren fünf verschiedene. Ich war mit irgendwelchen Leuten immer woanders in Gruppen und alles musste gleichzeitig abgegeben werden. Und keiner wusste mehr, was er zu tun hatte und wem er was schicken musste. Und grausam. Echt grausam. Und da war ich dann auch am Limit und habe mich aufgeregt wegen jeder Kleinigkeit daheim. Und ich war sehr gereizt. Und ja, was bin ich froh, dass ich das hinter mir habe. Hast du schon mal Hausaufgaben abgeschrieben? Oh ja. Und das nicht so selten. Warst du der Klassenclown, der Beliebte, der Nerd oder der Stille? Ich war mehr so die Stille. Ich habe mir das so alles betrachtet und habe erstmal eher nichts gesagt. Ist auch eher so meine Art. Also wenn, dann bin ich eher so die Stillere. Kann zwar auch meine Meinung ganz gut vertreten, aber ich mische mich da nicht immer ein. Also ich hatte auch teilweise wegen den Lehrern keine Lust, mich zu melden und dachte mir, nö, nö. Wenn, oder ich habe auch richtig Rückschläge gekriegt. Wenn man dann mal was gesagt hat, dann wurde so lang nachgebohrt bei manchen Lehrern, bis man es nicht mehr wusste und selber seine Meinung nicht mehr hatte. Und nee, also davon hatte ich genug von der Sorte. Und von dem her, die Lehrer, die ich nicht mochte, bei denen habe ich mich erst recht nicht gemeldet. Wurdest du schon mal gehänselt wegen Markenklamotten? Da muss ich auch sagen, ich glaube, das ist jetzt schlimmer wie vor, ich weiß nicht, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Das war noch nicht so schlimm bei mir. Also das erste Markenprodukt, falls man das so sagen kann, waren, glaube ich, Eastpacks, diese Rucksäcke. Aber ich hatte dann auch irgendwann einen. Aber nicht ja gleich am Anfang, aber es war auch nicht schlimm. Also, und wegen sonstigen Markenklamotten, das war gar nicht so Thema. Manche haben es gehabt, manche nicht. Aber das war jetzt nicht so, dass derjenige dann gehänselt wurde bis zum geht nicht mehr. Solange die Klamotten einigermaßen okay aussehen und dann war das kein Thema. Also, ich hatte die Probleme nicht. Was war der schlimmste Fashion-Fail, den du oder andere in der Schule getragen hattet? Ja, das habe ich ja schon erzählt mit dem Pullover, mit der Leo-Hose und sowas und die Manga-Girls auf meinem Shirt. Sowas war Fashion Fail hoch 10. Was war deine schlechteste Note in der Schule? Also in Mathe habe ich relativ gut immer abgelost. Das war dann teilweise schon eine 5. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals eine 6 hatte. Ich glaube es nicht. Und ich glaube, ich hatte auch keine 5 bis 6. Ich glaube, eine 5 minus oder so war mal das Schlechteste, was ich je hatte. Was hast du an der Schule nie gemocht?
ja, eben dieses Stress machen, dieses tausend Arbeiten an einem Stück, drei, vier die Woche locker, dann wieder Referate zu machen. Oh, ich habe Referate gehasst. Meine Güte, habe ich das gehasst. Oh, egal ob das alleine war oder in der Gruppe, es war furchtbar. Jeder hat andere Vorstellungen, wie er was macht. Und aber auch allein, ich war super aufgeregt und ich habe das so abgrundtief gehasst. Und das gab es einfach immer. Und man sagt ja, wenn man das oft übt, dann wird man sicherer. Ja, denkst du. Also bei mir hat das minimal geholfen und da habe ich mal 2 Wochen kein Referat gehalten, war das Ganze schon wieder für die Katz. Von dem her hat das ganz klein bisschen geholfen, dass ich das überspielen konnte, so leicht. Aber nicht, dass mir das irgendwie gut tat, dass ich das oft gemacht habe. Nein, das hasse ich bis heute noch. Ich mag das nicht gern. Aus heutiger Sicht, welches Fach oder welche Fähigkeiten hätten dir in deiner Schulzeit für dein Leben vermittelt werden sollen? Das ist schwer zu sagen, weil jeder Typ ist ja anders, also jeder Mensch. Und jeder hat andere Vorlieben und braucht andere Sachen später im Leben. Aber ich glaube, es müsste ein Fach geben. Ja, wird auch in jeder Schule, glaube ich, unterschiedlich behandelt. So Alltagssachen, was man wirklich im Alltag braucht, wenn man aus der Schule raus ist oder generell ja ein eigenes Leben dann führt, für was man alles verantwortlich ist, wenn man 18 ist oder älter, wenn man eine eigene Wohnung hat und wie das läuft und wie Steuern abgerechnet werden und bei was man sich an wen wenden muss und so Alltagsdinger, wo man einfach braucht und wo ich immer meine Eltern fragen musste oder teilweise auch noch muss und andere Leute und für die das so selbstverständlich ist und ich muss das alles erst lernen und oder musste lernen und sowas. Also so ein allgemeines Fach für alles Mögliche. Hat man dir in deiner Schule bei deiner zukünftigen Berufswahl geholfen? Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt Erzieherin und arbeite in einem Schülerhort. Ich wusste mit 14 schon, was ich wollte. Also ich wusste, dass ich schon in die Richtung wollte mit Kindern und Menschen. Und ja, ich wusste schon, dass auf Erzieherin hinausläuft. Das war schon so mein geplanter Weg. Und da habe ich eher auch die Praktikas gemacht und wusste, dass mir das so gefällt. Und daher war es jetzt für mich nicht schwierig und hatte nicht so die Panik wie andere, die mit 16, 17 immer noch nicht wussten oder später auch, was mache ich denn, was will ich denn machen? Und deswegen war mir das schon mit 14, 15 relativ klar und da war ich relativ gesichert. Ja, das war jetzt mein 35-Fragen-Tag. Und jetzt fällt mir gerade erst ein, dass ich überhaupt nicht nachgedacht habe, wen ich taggen wollte. Ja, ich schreibe es nochmal hier rein. Ihr könnt es dann hier lesen und auch nochmal in der Infobox. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!